Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Präsidentin, liebe Gäste. Die Aktuelle Stunde, finde ich, das Thema ist hervorragend gewählt, dass wir uns hier austauschen. Und Herr Genilge hat sozusagen nochmal die Gelegenheit erhalten, das Konzept, was Kollege Leister und Co. vorgelegt hat, hier zu verteidigen. Wir haben uns da Anfang der 2000er Jahre schon trefflich dazu ausgetauscht. Jetzt ist es nicht das Konzept, was uns weiterhilft. Das Thema Aktuelle Stunde, sage ich nochmal, ist hochaktuell, weil den Bahnverkehr bewegt viele Menschen in der Region Berlin-Brandenburg auf ihrem täglichen Weg zur Arbeit, in der Alltagsmobilität und auch im Ausflugsverkehr. Der Verkehrsverbund hat gemeinsam mit den Verkehrsunternehmen täglich 3,8 Millionen Fahrgäste zu befördern. Ich glaube, das unterstreicht die Leistungsfähigkeit des Verkehrssystems. Und laut Prognosen sollen in den nächsten Jahren mehr Pendlerinnen und Pendler unterwegs sind. Das heißt, auch dazu haben wir uns schon ausgetauscht, die Mobilitätsbedürfnisse verändern sich und wir müssen darauf reagieren mit besseren Leistungsangeboten. Die Gestaltung für nachhaltige Mobilität muss jetzt stattfinden. Jetzt müssen die Weichen dafür gestellt werden, für die Zukunft. Wir, Frau Lieske hat dazu ausführlich gesprochen, haben dazu den Entwurf des Landesentwicklungsplans für die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg. Wir haben als Grundlage die Mobilitätsstrategie, die ja auch weiter noch ausgestaltet werden muss. Und wir sind dabei, diesen Prozess zu gestalten, Fortschreibung Landesnahverkehrsplan 2018 bis 2022. Das wird die Grundlage sein für die folgenden Ausschreibungen der Netze. Deshalb ist damit eine hohe Qualität verbunden und auch wichtig, dass wir uns dazu hier austauschen und von mir aus auch gerne streiten. Die Weichenstellung mit dem Landesnahverkehrsplan heißt, die Pendlerverkehre im Berliner Umland und zur zweiten Reihe oder vielleicht auch zu den Ankern im Raum an den Siedlungsachsen ausbauen und mit der Stadtentwicklung, Stichwort hier Stadt der kurzen Wege und auch mit dem Umweltverbund Stärkung ÖPNV, Rad- und Fußverkehr besser zu verzahnen. Bahnhöfe sind weiter zu entwickeln, zu Kompetenzzentren, aber ich verweise auch hier auf die notwendigen Investitionen, zum Beispiel am Bahnhof Königs Wusterhausen oder auch in Potsdam-Pirscheide. Die Anschlüsse von Bussen und Bahnen sind im Taktverkehr zu optimieren, da gibt es noch eine ganze Reihe zu tun. Die Fernverkehrschancen, die wir durch den Bund erhalten haben, müssen auch viel besser in der Region noch genutzt werden. Wir haben die große Aufgabe zu leisten, Barrierefreiheit herzustellen, schrittweise voranzukommen. Und wir brauchen dringend Investitionen im Schienenverkehr. Stichworte wie Elektrifizierung, wie zweigleisiger Ausbau sind hier Schwerpunkte. Hier hat die Deutsche Bahn AG eine große Verantwortung. Neue Ausschreibungen langfristig und flexibel mit Nachsteuerungsoptionen, ich glaube, das ist ganz wichtig zu gestalten. Das wird der Rahmen für die Mobilität im Bahnverkehr für die nächsten Wege sein. Wir sind mit der Mobilitätsstrategie verabredet zu folgenden Zielsetzungen. Ein Angebot pro Stunde Grundtakt in der gesamten Region Berlin-Brandenburg. Ein Angebot pro Stunde überall, 2 bis 3 Angebote pro Stunde als Grundtakt im Bahnverkehr zwischen Berlin und dem Umland mit Berlin, 4 bis 6 Angebote pro Stunde zwischen Berlin und dem Berliner Umland auf stark nachgefragten Pendlerverbindungen in den Hauptverkehrszeiten. RE1 hat hier schon eine Rolle gespielt als Beispiel. Die Korridoruntersuchungen sind zu Ende zu führen. Ich bin der Meinung, Frau Ministerin, die kann man die Korridoruntersuchungen auch öffentlich machen. Die sind ja vielen ohnehin schon bekannt. Das alles bedeutet mehr Verkehre bestellen, Taktverdichtung vornehmen, Zugkapazitäten erweitern, mehr Sitzplätze, Fahrradmitnahme besser regeln, WLAN-Ausstattung ist ein Thema, elektronische Infosysteme im Zug installieren und so weiter. Und auch das hat schon eine Rolle gespielt. Die Infrastruktur muss erweitert werden und das alles, Frau Lieske ist darauf eingegangen, kostet sehr, sehr viel Geld. All diese Überlegungen sind in den 4 Regionaldialogen vorgestellt worden, diskutiert worden. Es gab natürlich erwartungsgemäß sehr viel Zustimmung zu den geplanten Verbesserungen. Die kritischen Stimmen bezogen sich vor allem auf die aktuellen Engpässe im Bahnverkehr. Es wurden zahlreiche Forderungen nach schneller Abhilfe und Verbesserungen gestellt, bereits zum Fahrplanwechsel jetzt im Dezember 2017. Denn viele Fahrgäste können von täglich überfüllten Zügen, Zugausfall, Verspätung und schlechter Vertaktung berichten und müssen damit mit diesen
Schwierigkeiten ihren Alltag gestalten. Und auch im Infrastrukturausschuss beraten wir in jeder Sitzung über Bahnverkehr, Mängel im Bahnverkehr. Auch letzte Woche haben wir über den Prignitz-Express und das Dilemma, kann man es schon nennen, uns mit der Bahn AG ausgetauscht und auch der RE2. Sie wissen, er spielt fast immer eine Rolle. Da will ich noch auf ein Thema eingehen, Mangel an Fahrzeugen ist ja ein großes Problem. Wir können hier gute Konzepte entwickeln, wenn wir kein rollendes Material dazu haben, keine Züge, ist das ein Problem. Und von der heutigen Debatte möchte ich gerne nochmal die Erwartungshaltung sowohl an den Wirtschaftsminister wie auch an die Infrastrukturministerin formulieren, hier Druck gegenüber den Fahrzeugherstellern auszuüben, dass wirklich auch die Fahrzeuge zur Verfügung stehen, wenn die Ausschreibungen erfolgreich waren, dass wir nicht wieder in so ein Dilemma kommen, wie zum Beispiel mit dem Prignitz-Express. Meine Damen und Herren, die aufgezeigten Verbesserungen begrüßen wir natürlich, ich will nur einige nennen. Sie haben hier teilweise schon eine Rolle gespielt, Ausbau, Stabilisierung, Ausbau S-Bahn-Netz, zum Beispiel nach Rangsdorf oder auch nach Felden, Verbindung zum BER verbessern über die Dresdner Bahn, gar keine Frage, aber auch Vorschläge, die nicht nur den Achsenstern betreffen, sondern die tangentialen Verbindungen zwischen den Städten stabilisieren und ausbauen und die Zugverbindung ins Nachbarland nach Polen. Wir brauchen gute Lösungen für den RE2, da haben viele ein Interesse dran. Vor allen Dingen die Frage ist zu beantworten, werden die drei zurzeit nicht bedienten Haltepunkte wieder aufgemacht. Wir wollen, gar keine Frage, die Stammbahn, den Wiederaufbau der Stammbahn. Das will die Linke von Potsdam-Kleinmachnow-Zehlendorf. Überhaupt keine Frage, diese Strecke hat großes Potenzial. Und wir sprechen uns nicht erst seit heute dafür aus, sondern seit mindestens 20 Jahren, wo wir über Stammbahn und Wiedereröffnung der Stammbahn reden. Ich erwähne da auch die Heidegradbahn in dem Zusammenhang, die ebenso gute Potenziale hat. Und ich finde auch kleinteilige Lösungen, auch dazu habe ich schon gesprochen, wie zum Beispiel den Personenverkehr auf der Strecke Templin-Joachimsthal wieder zu reaktivieren, bringt für die Region große Vorteile und sollte auch in den Prozess der Gestaltung des Landesnahverkehrsplans einbezogen werden. Deshalb, meine Damen und Herren, finden wir es wichtig, offenzulegen, diesen Prozess der Erstellung des Landesnahverkehrsplans als einen offenen, transparenten Prozess darzustellen und deutlich zu sagen, was wird verbessert mit dem Fahrplan ab nächsten Jahr, was wird in den darauffolgenden Jahren besser gestaltet werden können und was können wir erst bis zum Jahr 2030 gestalten, denn alles im Zusammenhang zu sehen müssen wir und der finanzielle Rahmen es zu sichern. Das heißt, alles in allem die Gespräche und die Festlegung mit dem Land Berlin, mit der Deutschen Bahn AG und ich denke auch mit der Bundesregierung sind fortzuführen, denn der Bundesverkehrswegeplan bevorteilt uns ja leider nicht, was den Bahnverkehr betrifft, sondern nur die Autobahn. Alles in allem brauchen wir Akzeptanz für den Landesnahverkehrsplan, um nachhaltige Mobilität für die Zukunft in den nächsten Jahren in Brandenburg gestalten zu können. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich setze die Aussprache.